Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Oder ein oder andere verdreht jetzt schon die Augen und sagt sich, mein Gott, wie viel hast du davon eigentlich schon aufgemacht? Ich glaube, von diesen Pikachu Reunion Celebration und Special Collection habe ich jetzt hier schon 4 Stück aufgemacht, plus eine auf Englisch und natürlich einmal die Collection, wo so eine Matte drin ist. Also Pi mal Daumen, so 6 Stück müssten das jetzt sein. Das ist eine Menge. Ich wollte erst Sealed lassen, aber ihr seht, die ist hier irgendwie nicht so ganz schön geklebt und hier geht es auch schon so ein bisschen auf. Hier ist die unsauber geklebt und ja, das wird noch für eine Sealed-Sammlung reichen, aber die nimmt auch viel Platz weg, ne? Ich meine, das sieht super aus mit den Karten. Ich habe noch eine mit so einer Matte drin, die lasse ich dann erstmal Sealed. Erstmal. So, ja, ich hatte ja gehofft, dass die Verfügbarkeit von diesen Celebration-Produkten wieder besser wird. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung. Die Pokémon Company haut da lieber ja, neue Sets raus, neue Produkte, anstatt erstmal für eine adäquate Verfügbarkeit zu sorgen. Aus meiner Sicht extrem dämlich. Finde ich schade, gerade beim Geburtstagsset. Das hätte eigentlich in so einer Verfügbarkeit da sein müssen, dass hier jeder in ausreichender Menge davon was bekommt. Die Promo, wie in all diesen Collection drin, Professor Burnett. Ja. Ist eine ganz nette Promo. Die in Holo hätte ich noch netter gefunden. So. Ach, ich bin ja schon geübt hier, was diese Collection angeht. Ich mache es einfach immer richtig gerne auf, weil man hat nun mal hier nicht nur eine Promo, man hat nicht nur zwei Promos. Man hat 4 schöne Promos plus ja, diese normale Promo. Eigentlich kannst du die gar nicht als richtige Promo zählen, ne? Für mich ist alles, was Holo ist, ab da ist erst eine Promo. Auch wenn hier unten Promo draufsteht. Wie auch immer, so ergibt es dann eins. Sieht einfach mega aus. Ich habe ja eigentlich immer diese 9er Pocket Sammelalben. Aber hier würde sich so ein 4er anbieten. Sieht einfach mega aus. Und damit die Karte besser rüberkommt. Aber ich werde euch auch in Zukunft mal wieder das ein oder andere Video von meiner Sammlung zeigen, also das ein oder andere Album. Wird bestimmt ganz cool. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bemühe mich jetzt auch hier wieder etwas aktiver zu sein. Hatte mir jetzt ja fast den gesamten Januar so eine kleine Pause gegönnt, obwohl ich noch viele Videos auf Lager hatte. Aber jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt sind wir gespannt, was wir da Schönes ziehen. Wir fangen natürlich mit dem schlechtesten Set an. Schaurige Herrschaft. Das ist auch wieder gut verfügbar. Ne? Da kriegst du ja auch dann günstiger mal die Displays. Deswegen kauf nicht immer direkt, wenn alles so teuer ist. Und vor allem nicht total überteuert, was so manche Shops da anbieten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auf gar keinen Fall kaufen. Ne? Also ich mache sowas nicht. Ich kaufe zum UVP oder vielleicht maximal ein bisschen drüber. Je nachdem, um was für ein Produkt es sich handelt. Ich würde aber auch nie mehr als 130 Euro für so ein 36er Display bezahlen. Niemals. Okay, außer man bietet jetzt noch ein Teams in Trumpf oder sowas an. Galas Mogmog. Tolles Artwork. Die in Holo wäre richtig zornig. Auch hier mal wieder kein Glück gehabt. Aber gut. Wir wollen ja an die Celebration Booster. 4 Stück, ja, das ist doch schon mal eine schnieke Sache. Wir haben jetzt Anfang Februar. Ich habe noch das ein oder andere Video auf Halde, was ich eher abgedreht habe. Die kommen jetzt auch so nach und nach. Die spüle ich dann immer mal wieder rein. Steht dann auch in der Videobeschreibung. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich in dem einen Video sage, mir fehlt die und die Karte noch. Und im nächsten erzähle ich dann so, ja, die habe ich schon vor einem Monat gezogen oder so. Also wundert euch da nicht. Auch ein hässliches Artwork, so mit Knete, oder? Dann kann man sich da so eine Karte sparen, finde ich. Das ist ein schönes Artwork. Immerhin ein Reverse-Rare, schlecht gecentert. Und dahinter haben wir einen Hit, ja, Freunde, immerhin. Marettelid V, was dieses Vieh soll. Keine Ahnung, Marienkäfer. Da bleibe ich doch lieber bei meinem Smetbo, Freunde. Smetbo, Bibor, das sind hier für mich die einzig legitimen maximalen Käfer-Pokémon, ne? Genau wie Sichlor und so. Ne? Ja, alles, was so nach der zweiten Generation kam an Käfer-Pokémon, hat mich überhaupt nicht mehr gecatcht. So, aber was mich catcht, das sind
Diese Booster, dieses Set. Und wir gehen rein. Was haben wir hier? Yveltal, Cosmog ist am Start. Hier, Trainer, Rocket-Vorstand. Auch ein tolles Artwork, gefällt mir richtig gut. Diese Karte ist jetzt ja eine der weniger wertvollen. Und dahinter ein Code für euch. Viel Spaß, macht was raus. Und ein Sommercenter wie. Also in dem Sinne jetzt nichts Besonderes, aber auf jeden Fall eine Oldschool-Karte. Finde ich cool. Sieht doch cool aus hier mit dem Snoopy-Cat. Gefällt mir. Also schon mal kein totaler Reinfall. Und dafür liebe ich dieses Set einfach. Dafür liebe ich dieses Set einfach. Man zieht immer was Schönes, sodass man sich freuen kann. Zumindest geht man hier nie leer aus. Und wenn ihr euch eine andere Collection anguckt, die kosten ähnlich und da gehst du dann bis auf die Promo leer aus. Ja, das ist schade. Deswegen macht das hier umso mehr Spaß und man muss es nur richtig feiern und dann kommen sie. Turtok habe ich natürlich schon. Für die, die mich länger schauen, die wissen, ich bin absoluter Turtok-Fan und ich will so eine 9er-Seite voll machen. In der Mitte packe ich dann so ein englischsprachiges Turtok rein. Das durfte ich auch ziehen aus englischsprachigen Collection. Und dann drumherum die ganzen Turtoks. Geil, richtig geil. Turtok kann man immer wieder ziehen. Ist jetzt nicht so die wertvollste Karte. Ich glaube, die geht zurzeit für so um die 10 Euro. Aber es macht natürlich umso mehr Spaß, die Karten selbst zu ziehen. Und ich habe die bei Legendary Card Gamers gekauft. Ist ein cooler Shop. Die bieten in der Regel mal alles zum UVP an. Da habe ich sie auch zum UVP gekauft. Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Und da kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich euch auch, beziehungsweise packe ich euch in die Videobeschreibung mit rein. Richtig cool. Von daher, wenn ihr den Master sucht, schaut da auf jeden Fall vorbei. Da habt ihr die Chance, auch die Sachen zum adäquaten Preis zu bekommen. So, und ja, dann, wenn ihr das mal zusammenrechnet, dann kommt man jetzt schon fast auf die 30 Euro, die man da bezahlt hat. Also das ist dann schon mal nicht schlecht. Und wir ziehen hier weiter, Freunde. Ein Team Magma, Groudon und ein Mew und ein Code für irgendeinen von euch. Ja, Freunde, das läuft doch hier wie geschmiert. Da, ja, 4 Pulse in dem Sinne. Wenn man so mal Center dazu rechnet, plus den aus dem Oldschool-Pack. Dann hat man schon mal 5 Pulse, Freunde. Und dann auch noch wirklich 3 schöne, also die Samazenta und so, das finde ich, hätten sich sparen können, aber gut, das ist, bei dem einen oder anderen gehört das ja dann doch zu den Favoriten dazu, bei mir jetzt eher nicht, aber so unterschiedlich ist das, also in diesem Set ist für jeden Geschmack etwas dabei und das letzte Booster, ziehen wir noch was, Freunde, und wir haben noch ein Knackrack, ja, wie geil ist das denn, Freunde, und ein fliegendes Pikachu, also hier wird gegönnt, überleg mal, das ist doch abartig, wenn du überlegst, wir haben jetzt hier 6 Booster drin gehabt und die Ausbeute, ja, 7 und davon haben wir wirklich, wie ich finde, 5 schöne Pulls, die beiden hier oben, naja, plus die 4 schönen Promokarten. Also diese Collection hat sich definitiv gegönnt. Ja, mal gucken. Vielleicht hole ich auch mal wieder eine von den Karten oder so bei Insta rein. Bin ich jetzt auch wieder aktiver? Checkt es mal aus. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr bei den Produkten, die ihr zurzeit auspackt, mindestens genauso viel Glück habt wie ich. Vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen was von Celebrations. Ich liebe dieses Set einfach. Eine Karte fehlt mir noch, das ist das Gold Mew. Und mal gucken, vielleicht haben wir Glück und ziehen das noch. Ich habe noch das ein oder andere Produkt, was wir hier öffnen werden. Also für die, die sich jetzt langweilen, ja, das müsst ihr noch aushalten. Ist halt mein Lieblingsset zurzeit. Okay, alles Liebe, alles Gute, euer Pokeknecht90. Ciao.